Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Welche Szene gehört in den Film und was muss raus? Das ist oft die Entscheidung, wenn man Video schneidet. Ein großes Problem ist jeweils, dass du denkst, ja, alles muss in den Film, möglichst viel zeigen. Aber auf der anderen Seite wird dann der Film lange und eventuell langweilig, vor allem für Leute, die im Projekt nicht involviert waren oder die halt nicht auf einer Reise mit dabei waren und so weiter. Ich persönlich achte darauf, dass ich halt die besten Highlights von einem Film darin verpacke und was nicht unbedingt rein muss oder rein soll, das geht einfach weg. Das Problem ist aber, du hast zum Teil Videosequenzen oder Aufnahmen, die halt sehr zeitintensiv waren, die vielleicht auch etwas Geld gekostet haben, und das sind Szenen, die dir besonders ans Herz gewachsen sind. Und diese Szenen, die möchtest du natürlich in deinem Film drinnen haben. Das Problem ist jetzt aber, was machst du damit mit einer, sag mal, teuren Videosequenz, wenn die einfach nicht zum Film passt? Du hast dir Mühe gegeben, du hast Zeit investiert und auch vielleicht Geld investiert, aber irgendwie passt die Szene einfach nicht in den Film rein. Vielleicht merkst du das schon von Anfang, vielleicht auch nicht, und der Film geht einfach nicht richtig auf. Ich habe eine kurze Videosequenz gefilmt und ich habe mir vorgestellt, wie das Resultat dann sein soll. Und es gibt dort eine kleine Sequenz, wo ein Auto einen Jungen anfährt, also quasi einen Unfall. Und ich habe mir das überlegt, wie ich das filmen soll. Und das ist die Szene, die für mich am meisten Zeit gekostet hat. Ich habe da verschiedene Sachen ausprobiert. Ich habe mir im Vorfeld genau überlegt, wie das sein soll, wie die Szene gefilmt wird, dass das dann funktioniert. Und du glaubst es nicht, aber die Szene kommt im Film nicht vor. Ich habe die ganze Situation anders lösen müssen. Es hat auch funktioniert, vielleicht sogar besser, aber ich wollte halt diesen Aufprall vom Auto und dem Menschen richtig gefilmt haben. Aber das kannst du ja nicht machen mit einem realen Mensch oder vielleicht mit einem Stuntman, aber das ist alles viel zu gefährlich. Darum habe ich etwas versucht, und zwar habe ich gedacht, ich könnte doch in der ersten Videosequenz filmen, wie ein Auto einfach einen Vollstopp reißt und irgendwo zu stehen kommt. Dann platziere ich genau an dieser Stelle den Schauspieler, fahre das Auto weg und ziehe den etwas abrupt aus der Szene hinaus, sodass, wenn ich das dann, also die Hälfte des Autos und die Hälfte des Schauspielers nehme, die Videosequenzen so zusammenschneide, dass das Auto auf den Schauspieler trifft und der dann quasi wegfliegt. So krass es auch tönt, aber so wollte ich das machen. Und ich habe diverses ausprobiert. Ich war als Einziger da, der Auto fahren konnte. Darum habe ich selber das Auto fahren müssen. Die Kamera war am Rand. Und ich habe das mehrfach probiert, verschiedene Arten und Weisen. Und ich habe ihn versucht, aus dem Bild zu reißen. Mal so, dass man mich sieht. Das hätte ich dann irgendwie rausschneiden wollen. Aber irgendwie wusste ich beim Filmen schon, das wird schwierig. Aber trotzdem wollte ich das durchspielen oder durchprobieren. Aber schlussendlich hat es nicht geklappt. Und die Szene so ist im Film auch nicht drin. Also ich habe das dann komplett anders gelöst. Aber dieser kleine Film, der besteht vor allem aus Fahrszenen, wie da ein Auto fährt und ein Junge geht. Und diese Schlussszene hat mich wirklich am meisten Zeit gekostet. Aber so ist es oft im Leben. Und ich gebe dir einfach einen Tipp mit für deine Filmkarriere oder deine Videoschnittkarriere. Schau, dass das Resultat, das, was du am Schluss haben möchtest, das Beste ist. Und nicht, dass du den Zuschauern zumutest, etwas ansehen zu müssen vielleicht, was eigentlich gar nicht richtig für den Film passt. Also mach das, was dich beim Film voranbringt, was den Film verbessert, und achte nicht darauf, dass das, was dir am meisten Mühe gekostet hat, unbedingt im Film drin ist, aber dein Film in der Qualität reduziert. Und wenn du dann schneidest und die Entscheidung triffst, so, okay, ich schneide es raus für die Qualität des Filmes, dann hast du gewonnen. Ansonsten leidet dein Film halt einfach an Qualität. Nicht an technischer Qualität, sondern als erzählerischer, kreativer Qualität. Und schlussendlich muss dein Film gut sein. Die Zuschauer müssen den lieben, müssen gerne den Film schauen, müssen sagen, das war jetzt ein guter Streifen. Egal, ob jetzt das viel Mühe gekostet hat oder nicht, weil das wissen die Zuschauer nicht. Und wenn ich dir jetzt das alles nicht erklärt hätte, hättest du auch nicht gewusst, dass im Prinzip noch so viel Arbeit irgendwo dazwischen steckt, die eben auch da in diesem Film wäre. Etwas anderes, und das habe ich jetzt bewusst drin lassen im Film, es gibt diverse Stellen in diesem kurzen Video, wo es Sachen gibt, die man so nicht stehen lassen würde. Also zum einen gibt es immer so einen Fleck im Objektiv, das ist einfach unschön. Also wenn du so etwas filmst, dann achte doch darauf, dass das Objektiv sauber ist, entfernt von Dreck und Schmutz. Das ist mal das eine.
Und das andere ist, ich habe da eine Szene gehabt, wo die Sonne mir im Rücken war und man sieht einfach im Vordergrund auf der Wiese das Stativ und die Kamera als Schatten. Das ist nicht so schlimm, aber es nimmt halt so ein bisschen die Illusion, gerade wenn man dann als Zuschauer das erkennt und sieht, ah, da gibt es Fehler, da gibt es einen Schmutz auf der Linse, da gibt es Schatten, die nicht da sein sollen, vielleicht Spiegelungen und so weiter. Das macht einfach den Film etwas kaputt. Es gibt gewisse Leute, die sehen das sofort und anderen Leuten fällt das einfach nicht auf, dann ist es auch egal. Aber schau doch den Film an und entscheide, lasse ich die Szene drin oder nicht. Bringt sie mich weiter im Film oder hindert sie mich? Und ich persönlich hätte jetzt diese Filmsequenz so nie veröffentlicht, wenn ich nicht daraus so Beispielvideos gemacht hätte, wo ich eben genau die Probleme und die Sachlage erklärt hätte. Also ich hätte jetzt wirklich gesagt, okay, diese Fahrszenen und da durchlaufen, das ist so wenig Aufwand, ich mache doch das gleich nochmals. Manchmal kann man das nicht. Dann hat man vielleicht eine einzige Möglichkeit, das zu filmen, die kommt dann nie wieder. Also eine Wiederholung ist nicht möglich, vielleicht weil man Leute eingeflogen hat, die sehr teuer sind oder weil es einfach eine Situation war, die so ist, wie sie ist. Also wenn du zum Beispiel jetzt irgendeinen Bären in Alaska filmst, der gerade einen Lachs da aus dem Fluss schnappt und du hast das 3 Stunden lang gefilmt, und gerade in der Szene, wo er den erwischt, gibt es einen kleinen Fleck auf der Linse, dann muss ich sagen, das ist egal, weil es geht jetzt darum, um diesen Bären, der diesen Lachs gefangen hat, und das ist eine gute Aufnahme, da sieht man den Dreck nicht. Wenn es aber so eine, ich sage mal, einfache Szene ist, wo einfach ein Auto durchfährt und ein Junge durchläuft, sowas kann man gut wiederholen, weil es dich im Film weiterbringt. Und das ist das Ziel, einen möglichst guten Film zu kreieren. Vielleicht kannst du auf solche Sachen achten, wenn du das nächste Mal einen Film machst. Auf jeden Fall reinige das Objektiv. Das werde ich sicher in Zukunft immer machen, denn so etwas ist einfach schade, gerade dann, wenn man die Szene nicht wiederholen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Klick doch auf den Daumen nach oben und abonniere unbedingt meinen Kanal. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, und ich freue mich auch über Feedback und Kommentare. Bis zum nächsten Mal.